hölzerne Nummer sagen? Ich glaube, ich fühle mich in der Welt am allermeisten zu Hause. In welcher Welt meinst du? Na, an jedem Ort. Da, wo ich gerade bin. Das ist sehr schön. So verbunden. Das ist irgendwie komisch. Nein, das ist schön. Verlier das bloß nicht. Durch so viele Formen geschritten, durch ich und wir und du. Doch alles blieb erlitten durch die ewige Frage, wozu? Thank you.
Ich glaube, man kann es überhaupt nicht richtig fassen. Doch, das kann man. Und wie? Du musst mal verstehen, dass du hier nicht alleine bist. Und dass du hier auch so sehr mit Menschen verbunden sein kannst und dass sehr gute Menschen dir auch ein Gefühl von Heimat geben können. Ja, natürlich. Also wenn du alleine wärst, dann würdest du hier zugrunde gehen. Du musst es mal zulassen. Du musst es zulassen lernen. Ja? Was zulassen? Na, nicht allein sein zu müssen. Verstehst du? Das ist eine Kinderfrage. Dir wurde erst spät bewusst, es gibt nur eines. Ertrage, ob Sinn, ob Sucht, ob Sage. Dein fernbestimmtes, du musst. Dass wir ständig voneinander enttäuscht sind, das beweist doch einfach nur, dass es das war. Das müssen wir uns einfach eingestehen. Es gibt immer einen Weg. Ja. Wo soll er hinführen? Keine Ahnung. Keine Ahnung, aber wir dürfen jetzt keine Angst davor haben, irgendeinen Fehler zu machen oder uns zu irren, weil so ist der Mensch halt. Wir müssen einfach darauf vertrauen, was wir jetzt fühlen. Hast du dich schon mal gefragt, wie es wäre, wenn alles still wäre? Wenn ich falle, dann falle ich tief, aber ganz still. In mich hinein. Und warum fallen wir dann nicht zusammen? Thank you.
was alles erblühte, verblich. Es gibt nur zwei Dinge, die Leere und das gezeichnete Ich. Wolltest du nochmal sagen? Alles. Sich irren und doch seinem Inneren weiter Glauben schenken müssen. Das ist der Mensch. Gottfried Benn.